Ja, ich will kein Politiker spielen. Ich bin kein Politiker mehr und will das auch nicht spielen. Das wäre eine grobe Rollenverfehlung. Aber ich bin Publizist, ich bin Autor, ich bin Vater, ich bin interessierter Bürger und freier Bürger eines freien Landes. Ich kann die Pappen nicht halten in Zeiten wie diesen. Und dann ist natürlich eine Aufbruchsphase. Nach Corona kommt ein Aufbruch, kommt ein neuer Frühling und da wird es eben viele Verlierer geben und auch viele Gewinner. Aber es wird nicht mehr so sein wie vorher. Also ich glaube schon, dass der Mensch wächst in Begegnung und wir werden ganz neue Qualitäten der Begegnung haben. Davon bin ich überzeugt. Ich kriege die Kommentare auch auf Social Media immer wieder, ich soll die Pappen halten, weil ich bin ja Neoliberaler. Ich glaube, dass der Staat eine größere Rolle spielen wird in vielen Bereichen. Das wird ein Erbe von Corona sein. Der Markt ist nicht die unsichtbare Hand, die alles richtet. Das ist Bullshit. Der Scheiß drauf, links oder rechts. Es geht um fair, gerecht oder ungerecht. Ich glaube, die EU kannst du einstampfen, so wie sie war. Schengen ist tot, war vorher schon auf der Intensivstation, ist jetzt mausetot. Die EU wird ganz andere Felder der Kooperation finden müssen oder wir müssen sie rückabwickeln. Das sage ich als glühender Europäer. Und zuletzt auch gesagt, dass ich bei Europa der Meinung bin, wir brauchen 7 tiefe Krisen, bis wir in eine neue Qualität des Miteinanders kommen. Und wir werden natürlich auch das Ding diskutieren müssen, wie bedingungsloses Grundeinkommen. Der in dieser Krise nicht der Leadership gezeigt hat, der wird nach der Krise nicht mehr Politiker sein. Wäre ja hilfreich bei manchen. Ne? Wenn ich auf den Trump schaue, diesen Vollkoffer, der hat ja, sein Großvater ist ja an der spanischen Grippe verstorben. Der hätte sogar noch ein familiäres Erbe an Weisheit, wo er anknüpfen hätte können. Ja, ich rede zu viel. Stichwort hinhören.